Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 5. Erbe der Könige, Legenden. Und wir müssen kurz mal aus dem Haufen und unseren Spielstand raussuchen. Und zwar haben wir sie. Hier die Mission 5, Battle for Green Island, das Ressourcensammelsimulationsspielchen. Aber, liebe Gemeinde, ihr seht, es hat sich was verändert. Wir haben keine Burg mehr. Wir haben haufenweise Ressourcen. Und das Gebiet ist ein bisschen gerodet. Was ich getan habe, ist, da wir in der letzten Aufnahme, nun ja, in so riesige Bredouillen mit Ressourcen gekommen sind, habe ich mich halt sehr gefreut, als wir da die Burg endlich gebaut hatten, dachte ich, könnten wir loslegen. Das Blöde ist, es ist tatsächlich unmöglich, das Spiel zu gewinnen, wenn man die Burg zuerst baut. Weil man dann zu wenig Steine hat. Wenn wir hätten vorgehabt, die Steine dann durch den Steinmetz weiteveredeln zu lassen und hoffen, dass wir genug für einen Marktplatz gehabt hätten. Aber ich glaube, das hätte nicht gereicht. Also habe ich nochmal offscreen neu angefangen. Habe 20 Minuten länger gebraucht. Und jetzt haben wir ein paar Ressourcen. Dementsprechend beginnen wir jetzt auch damit, hier das Dorfzentrum zu bauen. Und dann bauen wir uns eine kleine Siedlung auf mit Marktplatz und Steinmetz. Und das benutzen wir dann, damit wir uns ein bisschen an Ressourcen kommen. Natürlich haben wir jetzt auch nicht den Kundschafter, wir haben auch nicht den ganzen Kram, den wir erkundet hatten. Und wir werden gerade nicht von diesen Banditen belästigt. Aber nun ja. Achtung mit der Kanone jetzt! Ich hätte mir halt auch erlaubt, dass wir die ganzen Ressourcen schon mal im Voraus sammeln, damit wir direkt mal mit Siedeln anfangen können. Denn es ist wirklich nicht schön gewesen, einfach nur darauf zu warten, dass drei Leibeigene den ganzen Kram sammeln. Ich habe 20 Minuten gebraucht, bis wir so weit gewesen sind, dass wir die Leibeigene benutzen konnten. Und seitdem habe ich nur Ressourcen gesammelt. Eine Stunde 20 Minuten lang. Natürlich. Das war ein tragisches Ereignis. Jetzt können wir aber schauen, wohin tun wir denn jetzt unsere ganzen Gebäude? Ein Marktplatz würde sich hier ganz gut machen, allerdings träfe das auch auf die Kapelle zu. Wobei die Burg kommt ja sowieso irgendwo anders hin. Jo. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Bringen wir einfach ganz kurz die Leibeigene hier hin, denn das ist, glaube ich, das, was ich noch nicht gemacht habe. Ja. So, hier sind unsere Helfer, dann können wir auch loslegen mit dem Bau der Burg. Nicht so schnell, zuerst brauchen wir Steine und zwar, ich weiß nicht genau wie viele, aber auf jeden Fall mehr als 1000. Ja, wo ich das wissen soll, kein egal. Ja. Und hier steht vor allen Dingen hier. Pause. Sammelt genug Baumaterial, um eine Burg zu bauen. Danach fangt ihr mit dem Bau einer Stadt an. Seht ihr? Das ist gelogen. Gelogen einfach. Ich habe mich an das Spiel, an die Anweisung des Spiels gehalten und es hat mich dafür verarscht. Es gibt nicht genügend Steine, um danach was zu bauen. So. Leute, macht Platz im Scheiß. Jetzt können wir auch bald angegriffen werden, aber... Who gives a fuck? Wir brauchen jetzt erstmal den Marktplatz. Die Frage ist, wo möchten wir den stehen haben? Irgendwo, wo er sich ganz gut macht. Die Burg kam das letzte Mal hier so hin, nicht wahr? In dem Bereich. Ach, wir dürfen da sowieso nicht bauen. Vielleicht, weil wir kämpfende Soldaten haben. Wir genau die richtigen. Wir dürfen da trotzdem bauen. Machen wir aber nicht. Wir bauen aus Sicherheitsgründen. Ich möchte hier schon irgendeine Kapelle stehen haben später. Das alte Schloss ist eingestürzt. Es gibt ja auch keine Straßen, an denen ich mich irgendwie orientieren kann. Heißt, wir müssen uns alle selber ausdenken und deswegen würde ich sagen, unser Marktplatz mit unserem Lager kommt hier so zwischen die beiden Orangenbäume. Gerne. Hey, noch ein paar brauchbare Steine. Ansonsten daneben noch so ein Steinmetz setzen. Oder zwei. Ich glaube, wir müssen wirklich zwei Steinmetze bauen, damit die ordentlich Steine für uns nachproduzieren.
Und dann gehen wir noch die Minen besetzen. Das Lager dürfte ohne große Probleme zum Marktplatz ausgebaut werden. Die Technologien haben wir alle. Ich jetzt Feierabend machen. Seht ihr, 600 Steine und wir hatten noch 155 übrig. Und ich glaube nicht, dass die Steinmetzen in der Lage gewesen wären, so viele Steine aus dem Nichts zu schaffen. Um Bauernhöfe und Wohnhäuser kümmern wir uns später. Jetzt erst einmal hier. Und ein Sägewerk werden wir auch brauchen. Eigentlich wären hier so Wohnhausreihen ganz gut gewesen. Ah, wird schon passen. Gut, Steinmetz wird getan. Fertig. Wir fangen zuerst mit ein paar Veredelungsgebäuden an. Ein Steinmetz. Hauptsächlich erstmal mit Dienste. Zwei Steinmetzen. Es ist Zahltag. Ein Händler nimmt die Arbeit der auf den zweite Steinmetz auf. Kommt nach. Sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wohin denn baut am besten? Ja, Schnauzemento. Um all eure Siedler versorgen zu können. Stört mich wirklich, dass wir keinen Straßen haben, an denen wir irgendwie was Schönes setzen können. Oh gut, wir brauchen auch Lehm und wir brauchen auch ein Sägewerk. Aber gern. Tun wir das so. Ja. Und tun wir das so. Und das wird erstmal so werden. Natürlich. Danach holen wir uns die Lehmmine, die da unten im Süden rumsteht. Ob wir uns die Eisen- und Schwefelmine auch noch holen, weiß ich jetzt gerade nicht, weil das Ressourcenverschwendung sein könnte. Aber wir müssen so oder so an sehr viele Ressourcen rankommen, weil ansonsten kommen wir auch gar nicht, kommen wir nicht mal in den Kram, den wir handeln müssen. Wir müssen nämlich hier Steine kaufen. Aber dafür müssen wir auch Einnahmen haben. Dafür sollten wir, glaube ich, Steuereinnahmen zulegen ohne Ende. Fertig, Meister. Ein Lehmarbeiter. Und eine Hochschule. Ich denke, wir werden auch eine Hochschule Einige bauen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ob wir es brauchen oder nicht, ist egal. Wir brauchen eine Hochschule. Siedler versorgen zu können. Aber wo? Hier hätte ich am liebsten die Kapelle gehabt, aber ich glaube, die... Ja, wenn wir die so hinsetzen, dann passt das noch von der Ästhetik her. Bevor wir die bauen, aber eine Lehmmine. Der Tag der Abrechnung. So, das läuft schon jetzt ein bisschen besser als vorher. Wir haben jetzt Geld! Wir haben Geld! Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Ja, bau mal diese Kiste hier aus. Beginnt mit der Arbeit. Einige Siedler haben keine sollen sie hungern? Mächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Niemanden kehrt es. Schert es. Irgendwie. Wenn wir schon mal hier sind. Aber gern. Zuerst das bauen. Wir müssen diesen Orangenbaum fällen, wenn wir das wollten. Oder wir fällen diese beiden Bäume hier noch. Das ist ein Apfelbaum. Möchte ich nicht fällen. Apfelbäume sind schön. Dann fällen wir hier ein paar Bäume und dann zuerst mehr Holz. Dann müsste hier so eine Hochschule reinpassen. Vielleicht reicht es sogar schon, wenn wir nur diesen Baum hier fällen. Das machen wir jetzt gerade aus Steuereinnahmengründen. Wir bräuchten auch noch einen Steinmetz. Wir haben ja schon zwar einen, aber der arbeitet uns nicht schnell genug. Je mehr Steinmetze wir haben, desto weniger von den Steinen müssen wir uns dann erhandeln. Und hier würde er sich wunderbar machen eigentlich. Hier so zwischen den Apfelbäumen. Ein Priester. Ja komm, eher ein Steinmetz als eine Hochschule. Jawohl, gern. Und wir bringen mal ganz kurz unsere Leute hier unten in Stellung. So soll es sein. Weil wir diesmal gewusst hatten, von wo aus die Angriffe kommen werden, habe ich zuerst mal hier alles mit Kanonen vollgestopft. Die beim ersten Angriff sowieso weg sein werden. Und da tun wir auch mal eine Falle hin. Der
Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soll. Hier kommt noch eine Kanone. Ja. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, nur einige wenige. Produzieren nicht genug Essen. So, zuerst einmal nach unten hier zur Lehmmine. Es beginnt zu regnen. Wir werden vielleicht noch eine zweite Sägemühle brauchen. Einfach nur, weil wir mit drei Leibeigenen wirklich viel zu wenig Holz beschaffen können. Dafür bräuchten wir aber noch zwei. Ihr benötigt mehr Lehm. Wird erledigt. Den kriegen wir sowieso gleich zusammen, den Lehm. Dann warten wir noch, bevor wir unten zur Lehmgrube gehen. Ja, Veredler sind momentan unsere beste Methode, um an Ressourcen zu kommen. Hauptsächlich, weil wir nicht in der Lage sind, haufenweise Leibeigen dafür abzustellen. Komm, Ziegelte, produziert den Lehm. Wobei, wir handeln uns ein bisschen Lehm. Für ein bisschen Taler. Denn ansonsten, wenn wir das jetzt machen, dann verbrauchen wir den ganzen Lehm, den die hier benutzen können, um Lehm zu produzieren. Also das ist eine schlechte Natürlich. Idee. Natürlich. Wir gehen erstmal die Lehmmine bauen. Wir dürfen uns ja immerhin nicht die Veredelungsgrundlage wegnehmen. Hilfe, mein Bestes. Holz und Stein, ja. Ihr produziert bitte schon weiter Steine. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Hand drauf. Ah, wir hatten den Ding gekauft. Ich habe mich schon gewundert, warum der jetzt nicht mehr am Handeln war. Hier habe ich auch noch ein paar Fallen hingestellt, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Falls der Weg, der hier unten ist, irgendwann frei wird. Oh, Lehm. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch irgendwie eine Stunde warten oder so, bis dann die Banditen uns auch noch angreifen wollen. Bis dahin können wir eigentlich hier das Gebiet noch weiter vermieden. Inshallah, so wird es gehen. Jawohl! Und das hier ist eine Folter einfach nur. Aber es kann uns dann nützlich sein, wenn von Süden aus das Nebelvolk irgendwann mal angreift, wir wissen ja, dass es da irgendwo sein muss, können wir einfach hier so ein paar Türme hinsetzen, hier und hier, und die können sich freuen. Die müssen ja den ganzen Weg dann so rumlaufen, um da hinzukommen. Achtung mit der Kanone jetzt! Ich glaube, wenn wir einen Steinmetz gehabt hätten, der hätte nicht gereicht, damit wir an das nötige Grand gekommen wären. Lehm und Stein, natürlich. Es ist halt wichtig, dass man die Gebäude in der richtigen Reihenfolge baut. Der Marktplatz und die Steinmetze sind, glaube ich, das Wichtigste, was man zuerst mal bauen muss, weil es wirklich überhaupt keine Steine irgendwo gibt. Steuern und Sold werden gezahlt. So, jetzt wollen wir ein paar Rodungen bei uns anstellen. Hier sind doch so ein paar Bäume, die weg müssen. Natürlich. Da soll nämlich eine Hochschule hin. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Schnauze. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nicht... Ja, wir wissen, dass wir alle am Hungern sind. Wir erfrieren hier alle, aber das ist halt Krieg. Wir kümmern uns um die ganzen Bedürfnisse der Bevölkerung. Sobald wir die Ressourcen haben, uns um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu kümmern. Und das Holz ist ausgegangen. Die können nichts mehr veredeln. Ich
Steine sind auch bald alle weg. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, machen die aus einem Stein vier Steine. Also die vervierfachen die ganze Sache. Dann hätte es mit dem anderen vielleicht doch ganz knapp für den Marktplatz auch geklappt. Aber ganz knapp auch nur. Obwohl eigentlich auch nicht, denn wir hatten, glaube ich... Stimmt, wir brauchten kein Lager mehr, weil wir bereits die Burg hatten. Das heißt, der Steinmeister hätte sich in der Theorie die Steine aus der Burg holen können. Heißt, in der Theorie hätten wir noch mit den 155 Steinen, die wir gehabt hätten, möglicherweise einen Marktplatz noch bauen können. Aber es wäre, hätte viel länger gedauert und ihr hättet, naja, eure mit mir leiden müssen. Und das wollt ihr ja nicht. Steuern. So sehen wir stattdessen mit einer Folge weniger, dass es alles ohne große Probleme läuft. Hoffe ich. Das kann kein Ungläubiger besser. So, wir sind diesmal ganz gewiesen, setzen die Kanonen ein bisschen weiter nach hinten und die Fallen werden ja schon irgendwie fallig sein. Da steht sie schon. Ja, Sidi. Und wir warten darauf, dass die Leibeigen endlich mal ankommen, damit wir diese paar Bäume loswerden können. Gut, wir können alle Bäume fällen, bis auf diese beiden. Weil es da Apfelbäume sind. Und zuerst einmal den da oben. Ne, der hier zuerst. Ich habe gerade Entscheidungsprobleme. Und mit Hilfe der Sägewerker kommen wir sowieso ganz gut jetzt an Holz. Ich glaube, wir sollten noch einen zweiten Sägewerker bauen. Ja, komm, wir bauen hier noch einen zweiten Sägewerker hin. Hier so. Ja. Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Damit wir schnell an Holz kommen. Und dann Geld. Geld ist auch ganz wichtig, denn damit wollen wir uns unsere Steine ja kaufen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ach ja. Fertig, wenn es sein muss. Weg mit diesen Bäumen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauern. Ja, wir wissen. Wie Mentor. Beruhig dich einmal. Wir wissen es. Es ist uns einfach egal. Es muss uns egal sein. Ansonsten würden wir niemals hier von der Stelle wegkommen. Das Ohr gehauen und er. Dach, Chef. So, schön fleißig holzen hier. Drei Leibeigenen Ressourcen sammeln zuzusehen, ist der größte Spaß, den ich mir vorstellen kann. Ja, das ist ein bisschen. Das stört mich an der Map ein bisschen. Das war wirklich nur, das ist eigentlich bei ziemlich jedem Teil der Maps so. Dass das Ressourcensammeln die größte Herausforderung im ganzen Spiel ist. Kein Problem. Wir könnten noch ein Sägewerk bauen. Hier direkt daneben. Was wäre dann ein bisschen übertrieben? Wir brauchen die Steine immerhin auch noch für irgendwas. Wir haben keine veredelbaren Steine mehr. Schön. Heißt, den Rest der Steine müssen wir uns erkaufen. Weil diese Blockade noch da ist und wir nicht in der Lage sind, diese Brocken hier einzusammeln. Die uns das Spiel noch überlassen möchte.
da steht freundlichsterweise natürlich. Da werden sie schauen, die Schakale. Ja, da fällt, da ist noch dieser Baum im Weg. Andererseits würden wir die Unten doch vermutlich eher nach hier hinsetzen. Denn die Burg steht entweder hier oder hier. Die steht auf gar keinen Fall hier. Also die Uni kommt nach hier hin. Aber die brauchen wir im Moment gar nicht. Natürlich. Es wird. Und diese Bäume kommen trotzdem weg. Dicken Mäntel können nun weg. Wir haben sowieso nur noch 4 Bevölkerungsplätze frei. Knarzender Stuhl. Jetzt die Frage, wofür benutzen wir die? Wir könnten noch eine weitere Ziegelhütte bauen. Allerdings bräuchte es wenig, weil wir sowieso schon eine Mine haben, die uns Lehm produziert. Wir könnten einen weiteren Steinmetz bauen, was uns auch nichts bringen würde, weil wir keine Steine mehr zum Veredeln haben. Oder halt eine weitere Sägemühle, was uns auch nichts brächte, weil es einfach übertrieben viel Holz wäre dann. Wir könnten uns eine Taverne bauen, damit wir in der Lage sind, Kundschafter zu rekrutieren und die Weltgeschichte zu erkunden. Ich glaube, das möchten wir. Aber einen Kundschafter bekommen wir sowieso noch. Also warten wir mit unseren übrigen Plätzen zunächst mal ein bisschen ab. Wir könnten hier ausbauen und dann hätten wir keine Steine mehr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ach ja, und da sind wir an diesem Punkt angekommen. Auf Ressourcen warten. Wir warten, bis wir was nötige Geld haben und dann kaufen wir uns die Steine, die wir brauchen. Und dann können wir durchstarten. Zeit für Quicksave.